Einzelpläne 06 und 21. Das ist das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, der Einzelplan 06 mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf der Drucksache 13.406, 13.924. Berichterstatter sind die Abgeordneten Martin Gerster, Klaus-Dieter Gröhler, Markus Bühl, Dr. Stefan Rupert, Viktor Perli, Dr. Tobias Lindner und Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Einzelplan 21, Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses, Drucksache 13.924, 13.925. Berichterstatter die Abgeordneten Stefan Rupert, Klaus-Dieter Gröhler, Martin Gerster, Ulrike Schielke-Ziesing, Viktor Perli, Dr. Tobias Lindner. Liegen zum Einzelplan 06 zwei Änderungsanträge der Fraktion der AfD, zwei Änderungsanträge der Fraktion der FDP vor. Nach einer innerfraktionellen Vereinbarung sind 90 Minuten vorgesehen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist es so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Abgeordneten Markus Bühl, AfD. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer an den Bildschirmen. Zum Haushalt des Innen-, Bau- und Heimatministeriums liegen umfangreiche Beratungen hinter uns. Insgesamt sind die Ergebnisse jedoch alles andere als zufriedenstellend. Herr Minister Seehofer, da ist an vielen Stellen noch sehr viel Luft nach oben. Die Luft bringt mich auch gleich zum Flugdienst der Bundespolizei. Meine Fraktion begrüßt ausdrücklich, dass die schrittweise Umflottung der Transporthubschrauber nächstes Jahr beginnt. Dies ist auch aufgrund des Alters der Fluggeräte vom Typ Super Puma dringend geboten. Bedanken möchte ich mich für Ihre Zusage, Herr Minister, das notwendige Konzept dem Haushaltsausschuss bereits im Mai anstelle August 2020 zuzuleiten. Beim Flugdienst ist das Problem aber nicht nur das veraltete Material, sondern auch die hohe Überstundenbelastung, um den Betrieb zu gewährleisten. 20% Piloten fehlen, die Schere geht immer weiter auseinander. 14 bis 16 Piloten pro Jahr wären notwendig, um den derzeitigen Betrieb aufrechtzuerhalten. 2017 waren es gerade einmal 3. Wir benötigen 235 neue Dienstposten, um den derzeitigen Flugbetrieb zu konsolidieren. Davon 40 Dienstposten in der Instandhaltung. Wie gesagt, es besteht noch deutlich Luft nach oben. Wir begrüßen die rund 1.000 neuen Polizeianwärter bei der Bundespolizei. Allerdings ergibt sich daraus bereits die nächste Herausforderung. Viele junge Absolventen können sich in Ballungszentren die Mieten nicht leisten und bilden WGs oder pendeln häufig sehr lange zu ihren Dienststellen. Was haben wir also gemacht? Wir stellten einen Antrag zur Einführung von Ortszuschlägen in Großstädten für unsere jungen Polizisten, um die Mieten finanzierbarer zu machen. Ergebnis: Alle anderen Fraktionen haben abgelehnt. Problem ungelöst. Und Ihre Antwort, Herr Minister, auf die Notwendigkeit, Wohnraum für Bundesbedienstete zu schaffen, war die dafür zuständige Wohnfürsorge des Bundes an das Finanzministerium abzugeben. Der Bauminister macht den Hüter der Finanzen zum Bauherrn. Ob dies die Lösung des Problems ist, ich bezweifle es. Eines haben Sie jedoch damit erreicht. Die Kritik richtet sich zukünftig an den Vizekanzler. Bei allen öffentlichen Bekundungen der Koalition, wie viel für die innere Sicherheit getan wurde, gibt es in der Realität jedoch buchstäbliche Baustellen. Baustellen wie im Magazin Bundespolizei Kompakt 5 2019 am Beispiel Heilbronn exemplarisch aufgezeigt ist. Das Revier ist in einem desaströsen baulichen Zustand. Seit 1992 sind im Revier keine Renovierungen vorgenommen worden. Zitat: Das größte Problem ist die Eigensicherung. Herr Minister, da müssten doch in Ihrem Haus die Alarmglocken angehen, welche unhaltbaren Zustände in der Realität bestehen. Heilbronn ist leider kein Einzelfall. Es gibt weitere Reviere. Die Mängel gehen von Feuchtigkeit in den Revieren der Hauptbahnhöfe Hamburg und München über fehlende Gewahrsamszellen in Bonn bis zu akuten Platzmangel in Singen. Auch in Chemnitz würde man sich über eine Mängelbeseitigung sehr freuen. Kurzum, es besteht überhaupt kein Anlass, sich zurückzulehnen oder gar mit dem Haushaltsentwurf zufrieden zu sein. Die Investitionen in die innere Sicherheit müssen dringend gesteigert werden. Hierfür setzt sich die AfD-Fraktion ein. Im nächsten Jahr werden bei der Bundespolizei erstmalig Winterstiefel beschafft. Bisher
unglaublich, standen nämlich keine zur Verfügung, während unsere Bundespolizisten beispielsweise bei Schneekatastropheneinsätzen bundesweit im Einsatz waren. Damit ist es jedoch nicht getan. Es ist außerdem wichtig, dass der Digitalfunk in Einsatzlagen störungsfrei funktioniert. Auch bei den Bereitschaftspolizeien der Länder müssen die Ausrüstungen kompatibler und gleichwertiger werden, um gemeinsam mit der Bundespolizei Einsatzlagen erfolgreich zu meistern. An dieser Stelle möchte ich mich ganz ausdrücklich bei allen Polizisten für ihre geleistete Arbeit bedanken und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Klaus-Dieter Gröhler, CDU/CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Minister, der von Ihnen vorgelegte Haushaltsentwurf für 2020, der war schon ziemlich gut. Er ist durch die Bereinigungsvorlage der Bundesregierung vor einigen Wochen noch ein bisschen besser gemacht worden. Und ja, richtigen Schliff hat er denn durch die Veränderungen der Koalitionsfraktionen bekommen. Und an der Stelle will ich mich ganz herzlich beim Koalitionspartner für den wertschätzenden und konstruktiven Umgang bedanken, lieber Martin Gerster. Das war wieder klasse. Und ich finde, wir haben das jetzt in den letzten Jahren so gut gemacht. Es spricht vieles dafür, dass wir auch im Herbst 2020 den Haushalt für 2021 gemeinsam machen. Also an mir soll es nicht scheitern. Aber lassen Sie mich, meine Damen und Herren, an einigen Beispielen belegen, wo wir wirklich Veränderungen vorgenommen haben, was uns wichtig ist. Im Sportbereich. 8,5 Millionen zusätzlich für die Ski-WM in Oberstdorf 2021. 1,7 Millionen für die Biathlon-EM im Bayerischen Wald 2022. Und 10 Millionen für die Biathlon- und Rodel-WM in Oberhof 2023. Damit kann sich Deutschland, ja, das ist gelebter Patriotismus vor Ort. Damit kann sich Deutschland wieder als Gastgeber der Welt beweisen. Und ich glaube, das ist gut so. Und wir haben dem Ministerium auch noch mal 1 Million zur Verfügung gestellt, um ein neues Konzept auf den Weg zu bringen für die Ausrichtung von weiteren Großsportveranstaltungen in Deutschland. Und an dieser Stelle will ich auch sagen, ich finde es gut, dass zahlreiche Regionen in Deutschland im Moment überlegen, sich für die Austragung von Olympischen Spielen zu bewerben. Und gestatten Sie mir als Berliner, dass ich auch noch mal eine Idee noch mal in den Raum stelle. Ich weiß, der eine oder andere guckt jetzt seltsam, aber ich finde, wir sollten die Überlegung, dass sich Berlin für die Olympischen Spiele 2036 bewirbt, nicht völlig von uns wegschieben. Ich weiß, meine Damen und Herren, dass das bei dem einen oder anderen zu der Reaktion führt, das geht doch gar nicht. Aber geht das wirklich nicht? Sollten wir nicht 100 Jahre später zeigen, meine Damen und Herren, dass Deutschland ein weltoffener und toleranter Ort ist? Und sollten wir nicht zeigen, dass 2036 im Olympiastadion nicht mehr der Geist von 1936 weht, sondern der aus der Fußballweltmeisterschaft von 2006. Ich finde, meine Damen und Herren, diese Idee sollte man nicht völlig vor sich wegschieben. Und meine Damen und Herren, wir leben in der besten und freisten Republik, die es jemals in Deutschland gab. Ich benutze gern dieses Zitat von Robert Habeck und ganz bewusst, ich hätte mir nie früher träumen lassen, dass ich mal einen grünen Bundesvorsitzenden hier zitiere und ihn unterstütze. Aber ich finde es sehr erfreulich, meine Damen und Herren, dass die Grünen die Qualität unserer Republik inzwischen anerkennen, nachdem Kanzler der CDU 50 Jahre dieses Land geprägt haben und hoffentlich weiter prägen werden. Und ich finde, das ist eine gute Grundvoraussetzung für Weiteres, dass auch die Grünen jetzt zur Verteidigung dieser Republik aufrufen. In der Tat, meine Damen und Herren, unser Land ist stark und gut und wir sollten alles tun, um es stabil zu halten. Und dafür sorgt auch dieser Haushalt. 2150 neue Stellen für die Bundespolizei, 800 für das BKA und 150 für das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, dass die Bürger in diesem Staat sicher leben können. Und 300 Stellen, das will ich besonders betonen, erhält das BKA und zusätzliche Stellen das Bundesamt für Verfassungsschutz, um gegen Rechtsextremismus und Terrorismus vorzugehen. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir weiterhin in der besten und freisten Republik leben wollen, dann müssen wir denen aktiv entgegentreten, die diese Ordnung erschüttern oder beseitigen wollen. Egal, ob sie von rechts kommen oder von links oder ob sie religiös verblendet sind,
Dieses Deutschland ist nicht die Weimarer Republik, und wir sollten alles daran setzen, dass die Feinde der Freiheit und der Vielfalt nie wieder unsere Grundordnung beseitigen können. Ich glaube, das sind wir den Opfern beider Diktaturen im 20. Jahrhundert schuldig. Das sind wir Walter Lübcke und auch den Mordopfern von Halle ganz besonders schuldig. Die Menschen, meine Damen und Herren, wollen sich in diesem Land sicher fühlen, und dafür schaffen wir die Voraussetzungen, zum Beispiel auch, indem wir die Hubschrauberflotte der Bundespolizei erneuern oder auch, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass im kommenden Sommer 8 zusätzliche Hubschrauber zur Waldbrandbekämpfung zur Verfügung stellen. Auch das ist ein wichtiges Signal. Ebenso verstetigen wir die Mittel fürs THW zur Anschaffung von 670 Notstromaggregaten, um bei einem Blackout reagieren zu können. Und wir stellen den Hilfsorganisationen unter Federführung des Roten Kreuzes 35 Millionen zur Verfügung, um im Notfall Menschen versorgen zu können. Lassen Sie mich noch ein Thema ansprechen, und das liegt der Unionsfraktion und mir ganz besonders am Herzen. Das ist nämlich die Förderung jüdischen Lebens in Deutschland. Wir hatten am Montag Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, bei uns in der Unionsfraktion zu Besuch. Und sein Bericht hat mich erschüttert. Er hat nämlich deutlich dargestellt, dass immer mehr Jüdinnen und Juden in Deutschland die Frage stellen, kann ich in diesem Land noch sicher leben? Und meine Damen und Herren, ich glaube, wir müssen alles dafür tun, dass solche Gedanken nicht weiter um sich greifen und dass derartige Gedanken nie Realität werden müssen. Juden müssen sich in diesem Land sicher fühlen können. Und wir dürfen der Zunahme des Antisemitismus nicht tatenlos zusehen oder widerspruchslos akzeptieren. Und dabei ist mir völlig egal, ob dieser Antisemitismus von ewig Gestrien aus der braunen Ecke stammt, ob er in Migrantenfamilien von Generation zu Generation weitergegeben wird oder ob er aus einer Hetze gegen Israel besteht. Antisemitismus jeglicher Art darf in Deutschland keinen Platz haben. Und deshalb ist es richtig, dass wir im Haushalt entsprechend Geld zur Verfügung stellen. Für den Wiederaufbau der 1938 zerstörten Synagoge Frenkelufer, für den Wiederaufbau der Synagoge am Hamburger Bornplatz, 4 Millionen für die Fertigstellung des jüdischen Campus in Berlin-Wilmersdorf, 230.000 Euro, damit in Ruhpolding nach 85 Jahren wieder Winterspiele des jüdischen Sportverbandes Maccabi durchgeführt werden können, 5 Millionen, damit im Jahr 2021 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert werden kann. Und dabei ist mir wichtig, und im 21 wird auch 350 Jahre jüdische Gemeinde Berlin gefeiert werden können, dabei ist mir wichtig, dass wir diese Feierlichkeiten zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass es vor der Shoah in Deutschland jüdisches Leben gegeben hat und dass es, Gott sei es gedankt, auch nach der Shoah wieder jüdisches Leben in Deutschland geben kann. Und wir sollten alles dafür tun, meine Damen und Herren, dass das weiterhin der Fall ist. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Stefan Rupert, FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich an die Worte des Vorredners anschließen. In der Tat ist die Bekämpfung des Antisemitismus eine Gemeinschaftsaufgabe. Herr Gröhler hat dankenswerterweise die Aktivitäten auch in Ihrem Hause aufgezählt. Die sind wichtig. Wir verlassen uns nicht alleine darauf, sondern das ganze Parlament, die ganze Zivilgesellschaft muss dem Antisemitismus in Deutschland entgegentreten. Herr Seehofer, Sie kommen mir vor manchmal wie ein Minister, der wirklich zentrale Aufgaben unseres Landes bewältigen muss. Aber in dieser Kombination aus, wie löse ich die Baukrise, wie löse ich das Problem der inneren Sicherheit, wie löse ich das Problem gesteuerter Zuwanderung, wie sorge ich dafür, dass es gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land gibt, kommen Sie mir vor wie jemand, der viele wichtige Bälle in der Hand hat, dem sie aber nacheinander immer wieder runterfallen, weil sie nicht zu den gewünschten Ergebnissen kommen. Im Bereich der inneren Sicherheit freuen wir uns mit Ihnen über Personalaufbau. Wir haben aber den Eindruck, dass viele Probleme der Rechtsdurchsetzung nicht gelöst sind. Wie kann es sein, dass ein Herr Miri
20 Jahre in unserem Land lebt, nicht abgeschoben wird, nachdem er abgeschoben ist, gleich wieder hier das Land betritt? Warum kriegen Sie nicht endlich das Problem gesteuerter Zuwanderung, was man in Bremen natürlich unter Rot-Rot-Grün gar nicht vielleicht in den Griff kriegen will? Warum kriegen Sie es hier nicht endgültig in den Griff? Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass ich im 21. Jahrhundert noch mal gegen Enteignung, Preisregulierung, Preissteuerung und Ähnliches vorgehen müsste. Warum sind Sie nicht mehr an unserer Seite, um den Menschen zu sagen, wir lösen die Probleme des Wohnungsbaus in Deutschland nicht durch neue Gesetze, durch neue Regulierungen und durch Enteignung? Warum kämpfen Sie uns mit uns nicht mehr dafür, dass schlicht mehr bebaut wird, um diese Probleme zu lösen, statt die Menschen zu enteignen? Mein dritter Punkt, die IT-Konsolidierung. Der Kollege Gröhler hat ja mit viel Lokalkolorit die Probleme hier in Berlin und deren Lösung durch die Koalition beschrieben. Aber die IT-Konsolidierung des Bundes ist ein Projekt, das ich schon aus meiner ersten Mitgliedschaft in diesem Hause kenne. Und es ist mir irgendwie unbegreiflich, dass in 10 Jahren Vorgeschichte dieser BER der Bundesregierung nicht zu einer Lösung gebracht wird. Sie haben 2,5 Milliarden Mehrausgaben. Man muss sich mal vorstellen, was man mit diesem Thema alles Geld und alles machen könnte. Aber leider lösen Sie es nicht. Sie geben es jetzt zum Teil ab, weil Sie sagen, andere in der SPD können es besser. Aber das ist vielleicht auch noch nicht die endgültige Lösung für das Problem. Ich erinnere mich an die Lektüre eines Artikels über Heimat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den Sie geschrieben haben. Und ich fand den Artikel hochinteressant. Nicht, weil ich glaube, wir hätten nicht lieber ein Digitalisierungsministerium gebraucht statt ein Heimatministerium, aber Ihr Ansatz zu sagen, wie hält unsere Gesellschaft eigentlich morgen zusammen? Was ist der Kitt, der in einem freiheitlichen Staat ein Gemeinwesen sozusagen zum Zusammenhalt bringt? Da kann ich Ihnen sagen, viele Bürger sind von Einwanderungsproblemen genervt, von anderen Themen, aber sie sind auch von Bürokratie genervt. Und sie sind auch, ich bin selbst Rotkreuz-Vorsitzender in meiner Heimatstadt, davon genervt, dass die Datenschutzgrundverordnung am Ende das Leben kompliziert macht. Und was machen Sie? Sie kürzen ausgerechnet dort bei der Stiftung Datenschutz, die dafür da ist, den Menschen das Leben einfacher zu machen, Datenschutz umsetzbar zu machen. Sie killen eine Institution im Osten und nennen das Heimat wegen 700.000 Euro. Das Ende der Stiftung Datenschutz ist schlicht beschämend. Sie lassen die Menschen alleine mit diesem Problem. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Martin Gerster, SPD. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Verrohung, Hetze und Hass nehmen in Deutschland zu. Die Zahl rechtsextremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten steigt. Bis September diesen Jahres waren es bereits über 14.000 Rechtsextreme und über 1.100 antisemitische Straftaten. Mit diesem Haushalt, werte Kolleginnen und Kollegen, machen wir sehr deutlich, was eine wehrhafte Demokratie ganz konkret ausmacht. Wir legen Wert auf Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und wir bekämpfen die Feinde der Demokratie mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln. Und das ist das Gebot der Stunde. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir sichern mit den Koalitionsbeschlüssen jüdisches Leben in Deutschland. Einen sicheren Platz brauchen die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wir machen das zum Beispiel, indem wir wichtige Bauprojekte wie Synagogen unterstützen oder aber auch die Feiern zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wir sagen Nein zu Hass und Hetze. Der Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle war niederträchtig und weit mehr als ein Alarmzeichen. Widerwärtig sind aber auch der Hohn und der Spott, den Opfer von Straf- und Gewalttaten im Nachhinein dann auch noch erfahren. Das zeigt, bedrohte Menschen und Gruppen brauchen Schutz und Beistand von uns vor und nach Attacken.
In den letzten 5 Jahren haben wir in der Großen Koalition die Sicherheitsbehörden gestärkt, wie es in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos ist. Gut 10.000 neue Stellen allein bei der Bundespolizei, 2.500 beim Bundeskriminalamt und viele weitere bei BSI und CITES und beim Verfassungsschutz. Jetzt mit dem Haushalt 2020 haben wir weitere mehrere hundert Stellen beschlossen, um besser gegen rechtsextremen Terror und Hasskriminalität vorgehen zu können. Wir wollen, dass Hetzer und Kriminelle ihre Schranken aufgezeigt bekommen. Das ist wichtig. Dazu investieren wir in die Sicherheits- und IT-Technik. 52 Millionen Euro beispielsweise für den Polizei-IT-Fonds. 1.000 Schutzwesten zusätzlich für die Bereitschaftspolizei. 7 Millionen Euro für die Beschaffung von Winterstiefeln für die Bundespolizei. Und wir investieren in Einsatzfahrzeuge. 1,7 Milliarden Euro für eine umfassende Erneuerung und Erweiterung der Hubschrauberflotte der Bundespolizei. Wir helfen, Wohnungen sicherer zu machen. Mit dem Haushalt 2020 gibt es erneut 80 Millionen Euro für das KfW-Programm Kriminalprävention durch Einbruchsicherung. Und man muss sich das mal vor Augen führen. Rund 250.000 Wohnungen konnten wir in den letzten Jahren damit fördern und sicherer machen. Ich glaube, ein großer Erfolg. Wir haben darüber hinaus über Hebungsprogramme zahlreichen Bundesbeschäftigten einen beruflichen Aufstieg ermöglicht und durch Tausende von Stellenentfristungen dafür gesorgt, dass viele Menschen eine langfristig berufliche Zukunft erhalten und wir gute, erfahrene Leute halten konnten und können. Das verstehen wir unter gute Arbeit. Wichtig ist uns auch die Prävention. Die Programme Demokratie leben im Haus von Franziska Giffey und Zusammenhalt durch Teilhabe im BMI werden weitergeführt. Darüber hinaus haben wir erneut eine zusätzliche Förderung für die Bundeszentrale für politische Bildung auf den Weg gebracht. 58 zusätzliche Stellen, 7 Millionen Euro obendrauf. Damit stärken wir, so ist unsere Meinung, auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und die Prävention in Bezug auf Sicherheit. Und lieber Kollege Stefan Ruppert, Datenschutz wird bei uns in der Koalition nicht klein, sondern groß geschrieben. Wenn man sich das anschaut, die Stellen beim Bundesdatenschutzbeauftragten haben wir in 4 Jahren verdoppelt, von 160 auf jetzt 320. Allein mit diesem Haushalt kommen noch mal 45 zusätzliche Stellen dazu. Für unseren guten Mann im neuen Amt, Uli Kelber, glaube ich, ein sehr guter Start. Letztendlich kann er damit viel tun beim Thema Datenschutz. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, gute Beschlüsse haben wir auch für unsere unglaublich vielen Helferinnen und Helfer beim Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sowie bei unseren Rettungsdiensten auf den Weg gebracht. Das ist notwendig, das zeigt allein die Zahl von über 1.700 Waldbränden in Deutschland allein im letzten Jahr. Die Feuerwehren profitieren natürlich von dem bereits im letzten Jahr beschlossenen Fahrzeugprogramm. Bei den Rettungsdiensten, für die in erster Linie ja die Länder zuständig sind, diese unterstützen wir bei der Umsetzung der Konzeption zivile Verteidigung mit 35 Millionen Euro für den Aufbau einer zentralen Infrastruktur bei großflächigen Schadenslagen. Ich glaube, ein großer Erfolg dieser Koalition. Vor allem aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, unterstützen wir das THW. Hier haben wir in den letzten 6 Jahren sehr viel investiert. Ich meine, aus einer Behörde und Organisation der Mangelverwaltung haben wir eine Bewegung des Aufbruchs gemacht. Moderner Fuhrpark statt Oldtimer-Sammlung, neue Liegenschaften statt Baracken, Befreiung der Ehrenamtlichen von lästigen Arbeit. Hier knüpfen wir an. Das THW, ja, da hat sich vieles zum Besseren gewendet. Und wir bauen darauf, dass wir neue Helferinnen und Helfer, auch junge Leute für das THW begeistern können. Das ist ein Schatz in unserer Gesellschaft und da brauchen wir gute Rahmenbedingungen für unsere Einsatzkräfte.
Ein Wort zum Sport. Wir unterstützen in der Koalition den Spitzensport mehr denn je. 2018 lag die jährliche Förderung bei 180 Millionen Euro im Jahr. Nach den Erhöhungen in den letzten beiden Jahren haben wir den deutschen Spitzensport noch einmal mit weiteren 33 Millionen Euro gestärkt. Das sind insgesamt 100 Millionen Euro zusätzlich. Von unseren Erhöhungen profitieren vor allem die Athletinnen und Athleten, aber auch unser Trainerpersonal profitieren die olympischen Sportarten und dieses Mal auch ganz besonders die nicht-olympischen Sportarten. Denn das, was dort geleistet wird, ist genauso Spitzensport wie bei den olympischen Sportarten. Gestärkt wird auch die Sportinfrastruktur. Denn wir nehmen noch einmal 200 Millionen Euro in die Hand für die Sanierung kommunaler Sporteinrichtungen. Seit dem Programmstart 2016 haben wir insgesamt inzwischen eine Dreiviertelmilliarde Euro investiert, dann zusammengezählt Dreiviertelmilliarde Euro insgesamt investiert in die kommunalen Sportstätten. Auch das ein gutes Signal für den Sport. Ja, und werte Kolleginnen und Kollegen, die Koalition macht auch sehr viel beim Thema sozialer Wohnungsbau. Seit der Föderalismusreform 2006 sind dafür eigentlich die Länder zuständig. Aber was wir hier machen, 1 Milliarde Euro, glaube ich, das kann sich wirklich sehen lassen und ist ein guter Beitrag letztendlich für die Probleme am Wohnungsmarkt. Jetzt erleichtern wir den Erwerb von Anteilen an einer Wohnungsbaugenossenschaft für selbstgenutzten Wohnraum. Das ist gut, das ist richtig. Es wurde viel diskutiert, aber wir haben es jetzt einfach gemacht. Und das ist auch gut so und das muss auch oft und häufig gesagt werden, damit möglichst viele Menschen diese Chance auch ergreifen. Ja? Ich finde, wir haben viel bewegt in diesem Haushalt. Wieder einmal, ich möchte mich bedanken, auch in meiner Funktion als Hauptberichterstatter für den Einzelplan 6, noch einmal beim Bundesminister Horst Seehofer, beim Bundesminister Olaf Scholz mit ihren Teams und Mannschaften, an die Mitberichterstatter, ganz besonders an Klaus-Dieter Gröhler von der CDU. Lieber Klaus-Dieter, es war wieder ein Vergnügen. Wir sind ein gutes Team und in der Tat, ich kann mir gut vorstellen, dass wir zusammen weitermachen. Dankeschön. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Viktor Perle, Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ob es um die Sicherheit der Menschen in diesem Land geht, um bezahlbare Wohnungen oder die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, es ist nicht erkennbar, dass Minister Seehofer für diese großen Aufgaben seines Hauses langfristige Konzepte und Strategien verfolgt. Es kommt immer nur der Ruf nach mehr Geld. 1 Milliarde Euro kostet das im nächsten Jahr. Mehr Geld, mehr Personal möchte er ausgeben. Aber man kann nicht jedes Problem lösen, wenn jetzt schon bereits 1.000 Stellen unbesetzt sind. Das ist purer Aktionismus und das werden wir als Linke nicht mittragen. Allein bei den Sicherheitsbehörden sind seit 2013 über 15.000 neue Stellen geschaffen worden. Aber der große Aufwuchs erfolgt zunehmend planlos. Jetzt haben die Kontrolleure vom Bundesrechnungshof angekündigt, dass sie das untersuchen werden. Dafür sind wir jetzt schon dankbar. Minister Seehofer hat in den letzten Monaten endlich erkannt, dass der Staat mehr gegen die Gewalt und den Terror von Neonazis tun muss. Das ist auch höchste Zeit. Viel zu lange hat man im Bundesinnenministerium den Ernst der Lage und die tatsächliche Bedrohung ignoriert. Was aber fehlt, ist ein strategisches Konzept. Beim BKA werden die Stellen im Bereich Neonazi-Kriminalität jetzt verdreifacht, obwohl bislang jede vierte Stelle unbesetzt gewesen ist. Das zeigt zum einen ihre Planlosigkeit, ist aber auch ein Armutszeugnis für die Politik der letzten Jahre. Denn so viel ist klar. Hass und Hetze im Internet werden sich nicht wirksam bekämpfen lassen, indem noch mehr Personal mit noch mehr Befugnissen das Internet überwacht. Es ändert auch nichts an den gesellschaftlichen Ursachen dieser Verrohung. Dafür müssen wir die Zivilgesellschaft stärken. Dazu müssen wir die vielen Vereine und Initiativen vor Ort unterstützen und das Bundesprogramm Demokratie leben ausbauen. Aber zu oft passiert genau das Gegenteil. Der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, die von KZ-Überlebenden gegründet worden ist, ist jetzt die Gemeinnützigkeit entzogen worden. Die Ehrenvorsitzende Esther Bejarano,
Sie ist 94 Jahre alt und Überlebende des KZ Auschwitz. Schreibt in einem offenen Brief an die Bundesregierung: Das Haus brennt und Sie sperren die Feuerwehr aus. Nie habe ich mir vorstellen können, dass die Gemeinnützigkeit unserer Arbeit angezweifelt oder abgesprochen werden könnte. Dass ich das heute erleben muss. Meine Damen und Herren, im Januar gedenken wir den 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Was kann gemeinnütziger sein als die Arbeit gegen das Vergessen der Schrecken von Krieg und Faschismus? Solches Engagement muss man stärken, anstatt es finanziell zu strangulieren. Eine andere große Sorge der Menschen in diesem Land ist, ob sie sich in ein paar Jahren noch ihre Wohnung leisten können. Die Bilanz der Großen Koalition sieht düster aus. 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen haben sie versprochen. Aber das Statistische Bundesamt hat gerade neue Zahlen herausgegeben. Die Baugenehmigungen sinken und der Rückgang der Baugenehmigung setzt sich fort. Pro Tag gehen inzwischen 232 Sozialwohnungen verloren. Alle 6 Minuten eine. Über 500.000 seit 2010. Herr Seehofer, was sagen Sie eigentlich der alleinerziehenden Mutter und dem älteren Ehepaar, das nach 15 Jahren oder länger, wo sie in so einer Wohnung gelebt hat, sich eine höhere Miete nicht mehr leisten kann? Im kommenden Jahr fließen vom Bund nur noch 150 Millionen Euro in den sozialen Wohnungsbau. Das ist eine dramatische Kürzung. Für das Baukindergeld, das mit Bauen nichts zu tun hat, weil es vor allem in den Bestand fließt und der Eigentumsbildung dient, ist es 6-mal so viel. Und die Mieten steigen weiter. Das alles ist ein Totalversagen in der Wohnungspolitik. Meine Damen und Herren, die Linke hat sich eingesetzt in den Haushaltsberatungen dafür, dass die Mittel für die Sanierung von Schwimmbädern erhöht werden. Denn es gibt ein regelrechtes Bädersterben. Immer weniger Kinder lernen schwimmen. Die CDU hat uns vorgeworfen, das sei eine populistische Forderung, der Bund sei überhaupt nicht zuständig. Aber am Ende der Beratungen haben sich die Argumente der Linken durchgesetzt. 332 Millionen Euro wurden für die nächsten Jahre bereitgestellt, für die kommunalen Sportstätten, für Schwimmbäder. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung und eine der wenigen guten Nachrichten in diesem Haushalt. Eine der wenigen guten Nachrichten in diesem Haushalt. Und beim THW, da fließt viel zusätzliches Geld rein. Aber es kommt nicht bei den 80.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor Ort an. Viel zu selten, weil es bei den hauptamtlichen Strukturen hängen bleibt. Wir sind als Linke sehr dankbar den Ehrenamtlichen vor Ort. Ihnen gebührt Dank, Anerkennung. Da muss das Geld ankommen. Und dafür müssen wir uns in den nächsten Jahren noch viel stärker einsetzen. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Tobias Lindner, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Angesichts der Jubelmeldungen, die Kollegen Gröhler und Gerster hier verbreiten, die vielen Veränderungen im Detail, ich will gar nicht verhehlen, beim Thema Sport, beim Thema jüdischen Lebens, haben wir auch zugestimmt. Das finden wir ja auch nicht falsch. Aber angesichts dieser Jubelarien, die Sie hier absingen, könnte man ja glauben, mit dem Innenetat sei alles in Butter. Aber angesichts der Größe der Herausforderungen, vor der wir stehen, angesichts der Größe dieses Ressorts, kann man doch nicht ernsthaft glauben, dass der heute vorliegende Haushaltsplan eine tatsächlich gute Antwort auf diese Herausforderungen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Fangen wir mit einem einfachen Rechenbeispiel an. Herr Seehofer, Sie haben selbst nach dem feigen Mord an Walter Lübcke gefordert, dass das BKA 440 zusätzliche Stellen erhalten soll. Und in der Bereinigungssitzung sind es dann letztendlich 300 geworden. Jetzt bilden wir mal die Differenz. Das sind 140 Stellen. Und man könnte auch sagen, ein Drittel weniger, als Sie selbst für notwendig und für vernünftig erachtet haben. Wir werden Sie als Grüne nicht dafür prügeln, dass Sie endlich in die richtige Richtung gehen. Und wir werden natürlich auch anerkennen, dass 300 Stellen nicht nichts sind. Aber wer angesichts der Tatsache, dass wir jetzt im Jahr 2019 in Deutschland das auch die Letzten begriffen haben müssen, was eigentlich seit Jahren offensichtlich ist,
dass von rechts eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft ausgeht, dass wir mit aller Macht gegen diesen Rechtsterrorismus und gegen die geistigen Brandstifter kämpfen müssen. Der kann doch keine halbherzigen Schritte dagegen unternehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja nicht so, dass erst seit dem Jahr 2019 bekannt ist, dass es ein Problem von rechts gibt. Ich finde es ehrlich gesagt beschämend, dass die öffentliche Diskussion in Teilen erst nach dem Mord an Walter Lübcke begonnen hat. Seit der Wiedervereinigung sind 199 Menschen Opfer rechter Gewalt geworden. Wir hatten in diesem Deutschen Bundestag vor zwei Wahlperioden schon einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich mit dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund befasst hat. Und wer dann heute erst reagiert und wer heute halbherzig reagiert, ich glaube, der hat die Gefahr immer noch nicht richtig verstanden an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will ein zweites Thema ansprechen, das Thema IT-Konsolidierung. Man könnte ja meinen, Herr Seehofer, Sie hätten nichts mehr damit zu tun. Da haben wir ja das Projekt, der Kollege Ruppert sprach vom BER der Bundesregierung, die IT-Konsolidierung des Bundes. Da sind die Kosten von 1 Milliarde jetzt auf 3,5 Milliarden Euro in die Höhe geschossen, ohne dass ernsthaft was passiert ist. Da hatten wir ein Konzept, von dem Mitglieder Ihrer Fraktion im Haushaltsausschuss sagen, dieses Konzept ist an die Wand gefahren worden und dann die Angst haben, dass auch das neue Konzept an die Wand fährt. Und jetzt haben Sie das ganze Thema, ich weiß, Sie sind nicht der Mann fürs digitale, schade um Ihren Twitter-Account, Herr Seehofer, aber jetzt haben Sie das ganze wie eine heiße Kartoffel an Herrn Scholz weitergegeben, verschweigen dabei, der Herr Dobrindt, dass Sie vielleicht im Digitalen auch nicht so fit sind, mag sein, wir machen da gern Privatissimo, weil vielleicht haben auch noch Sie nicht gemerkt, dass Herr Seehofer in Wahrheit noch die IT-Dienste-Konsolidierung auf seinem Tisch liegen hat und weiterhin die heiße Kartoffel nicht los ist. Und wer das Ganze nicht schon traurig genug, kommt dann noch die Vorsitzende der CDU Deutschlands auf dem Bundesparteitag ans Pult gerannt und sagt, jetzt brauchen wir ein Digitalministerium. Ja, was denn nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, was denn nun? Ich meine, Sie spielen hier mit 3,5 Milliarden Steuergeld, wissen nicht, in welche Richtung Sie laufen wollen. Das Geld könnten Sie vernünftiger einsetzen und auch IT-Konsolidierung des Bundes könnten Sie vernünftiger machen, um ehrlich zu sein. Und ein letzter Punkt, an dem diese Koalition nach wie vor die falschen Prioritäten setzt. Herr Gerster, Sie feiern sich hier dafür ab, dass Sie 1 Milliarde in den sozialen Wohnungsbau geben. Wenn wir uns mal anschauen, dass diese Koalition in der Legislaturperiode für sozialen Wohnungsbau und für Städtebauförderung zusammentut, dann ist es weniger als das Baukindergeld. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich gönne jeder Familie ihr Wohneigentum. Ich gönne jedem, der an Baukindergeld rankommt, die 12.000 Euro. Das ist nicht das Thema. Aber wenn wir sehen, dass aus dem Baukindergeld nur 20-25% überhaupt Neubau finanziert werden, und wenn wir dann gleichzeitig sehen, dass Familien mit kleinem und mittleren Einkommen, die sich gar keinen Kopf machen müssen über Eigentum, sondern Kopf machen müssen über bezahlbare Mietwohnungen, dann ist das doch die absolut falsche Prioritätensetzung, wenn Sie an der einen Stelle was tun und an der anderen Stelle es sträflich vernachlässigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Grüne haben in den Haushaltsberatungen zahlreiche Vorschläge gemacht, wie man diesen Haushalt hätte wirklich so gestalten können, dass er der Größe der Herausforderung auch dieses Ressorts gerecht wird. Sie sind diesen Vorschlägen nicht gefolgt und wir folgen heute nicht Ihrem Haushaltsplan. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort des Bundesinnenminister Horst Seehofer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 30 Jahren erlebe ich Generaldebatten am jeweiligen Mittwoch einer Sitzungswoche im Deutschen Bundestag. Ich habe noch nie eine Generaldebatte erlebt, bei der die Fragen der inneren Sicherheit und der Migration so gut wie keine Rolle gespielt haben. Und das ist ein gutes Zeichen, weil die Dinge dort in Ordnung sind.
Und für einen zuständigen Minister ist nicht entscheidend, was prognostiziert wird und gedichtet wird, sondern wie schaut in den einzelnen Zuständigkeitsfeldern die Realität tatsächlich aus. Ich beginne bei der Migration. In den ersten 10 Monaten dieses Jahres haben wir eine Zuwanderung in Asylerstanträge von 96.000. Sie lesen manchmal noch andere Zahlen, aber in diesen Zahlen sind 26.000 Kinder enthalten, die im ersten Lebensjahr sind und die hier in der Bundesrepublik Deutschland geboren sind. Ich sage 96.000 Menschen, wenn Sie sich mal zurückerinnern an die letzten Jahre, welche Größenordnungen da maßgeblich waren, von 1 Million über 500.000 und so weiter, dann stelle ich zuallererst mal fest, was diese Koalition in letzter Zeit an Maßnahmen der Steuerung und der Ordnung entschieden hat, hat in der Praxis eine große positive Wirkung. Wenn ich jetzt gerade höre, null Steuerung, dann möchte ich Ihnen mal ein Thema entgegenhalten, das manche besonders gerne diskutieren. Aber auch das haben wir im Griff, nämlich die sogenannte Seenotrettung, die ja viele in emotionale Stimmungen versetzt hat. Es ist nach wie vor so, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir in 1,5 Jahren weniger Menschen aus der Seenotrettung in die Bundesrepublik Deutschland aufgenommen haben, als an einem Tag auf dem Landwege in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Und deshalb war dies auch eine verantwortliche Entscheidung, Menschen vor dem Ertrinken zu retten und unseren Anteil zu erbringen. Die zweite Lebensrealität. Das ist die Sicherheitslage in unserem Lande, die manchmal überschattet wird von grässlichen Verbrechen, Schwerverbrechen. Aber die allgemeine polizeiliche Kriminalstatistik weist auch für dieses Jahr einen Rückgang der Straftaten in der Bundesrepublik Deutschland aus. Und das ist ein Rückgang im 3. Jahr in Folge. Und deshalb besteht aller Anlass, unseren Sicherheitsbehörden Dank auszusprechen. Das, was Sie, gerade die Koalitionsfraktionen, an Investitionen in Personal, an Sacherstattung für unsere Sicherheitsbehörden eingesetzt haben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, zahlt sich aus in einer höheren Sicherheit unseres Landes. Wir gehören zu den sichersten Ländern auf dieser Erde. Dafür danke. Und da haben wir auch schwierige Situationen bewältigt. Der Fall Miri ist hier genannt worden. Das ist ärgerlich, wenn jemand mit einer Strafliste von 19 Strafeinträgen des Landes verwiesen wird. Das habe ich übrigens auch veranlasst im Sommer. Da bin ich den Bremern dankbar, dass sie hier sehr gut mit uns zusammengearbeitet haben. Trotz der Einreisesperre wieder einreist und wieder verhaftet wird und dann die Behörden, ich beginne mit dem BAMF, dass die Beurteilung, ob der Asylantrag berechtigt ist, an sich gezogen hat. Ich setze es fort mit der Polizei, mit den Sicherheitsbehörden, aber auch mit einer Justiz, die die Entscheidungen der Sicherheitsbehörden bestätigt hat. Und Miri ist jetzt erneut ausgewiesen worden. Das ist ein großer Erfolg für die Durchsetzungsfähigkeit des Rechtsstaates, meine Damen und Herren. Und in dem Zusammenhang habe ich angeordnet, eine stärkere Überprüfung der deutschen Grenzen. Dafür brauchen wir übrigens auch mehr Personal. Und diese stärkere Kontrolle an den Grenzen ist notwendig. Ich muss es hier dem Parlament so mitteilen, solange die Kontrollen an den Außengrenzen Europas und ich füge ausdrücklich hinzu, auch das Schengen-System nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich werde demnächst dem Parlament eine Erkenntnis aus den wenigen Tagen der Grenzkontrollen vorlegen,
Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wäre zu wenig. Ich bin irgendwie erschüttert, in welch kurzer Zeit, wie viele Menschen im deutschen Grenzraum, die mit Haftbefehl gesucht werden, das waren jetzt 40 innerhalb von 11 Tagen, mit Haftbefehl gesuchten Menschen, die von der Polizei aufgegriffen wurden. Es waren annähernd 100 Menschen, die eine Einreisesperre haben und trotzdem illegal nach Deutschland eingereist sind. Das macht deutlich, wie richtig der Satz ist, die Sicherheit beginnt an der Grenze. Und es wird zu den wichtigsten Aufgaben der neuen Europäischen Kommission gehören, dass sie sich dieser Aufgabe so zuwendet, dass wir unserer Bevölkerung sagen können, wir sichern, wir gewährleisten die Sicherheit an den Außengrenzen der Europäischen Union. Aber solange das nicht gemacht ist, müssen wir unsere Binnengrenzen stärker beobachten und auch durchsetzen. Ich freue mich außerordentlich über diesen Aufwuchs beim Sport. Ich war letzte Woche bei der Sporthilfe bei einer großen Veranstaltung, die mit der Frau Freitag, die ist, glaube ich, auch hier. Ich denke, dass die Sportler und Sportlerinnen und die Verbände das sehr, sehr positiv aufgenommen haben. Da darf ich den Dank weitergeben ans Parlament. Ich habe begonnen mit 160 Millionen. Wir sind jetzt bei fast 280 Millionen dazu. Dieses Programm für die weitere Sanierung von Sportstätten, Kultureinrichtungen etc. Das ist alles großartig. Und das Dritte möchte ich gerade an die Adresse der FDP noch einmal sagen mit dem Wohnen. Sie werden in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland kein Programm finden, das so viele Punkte umfasst, wie wir auf dem Wohngipfel beschlossen haben und die auch alle umgesetzt sind. Und jetzt sage ich Ihnen was zum Papier. Wir haben 700.000 Bauanträge, die genehmigt sind, aber noch nicht realisiert sind. Wir haben im Jahr um die 300.000 neuen Baugenehmigungen. Das differiert mal um 0,4% nach oben oder unten, um 1% nach oben oder unten. Die Bauwirtschaft brummt. Vielleicht darf ich mal hier darauf hinweisen, dass das schmale Wachstum, das wir derzeit haben, vor allem durch die Bauwirtschaft gespeist wird. Das muss man deutlich sagen. Und was mich besonders freut, dass die Bauwirtschaft das nicht nur widerspiegelt in höheren Preisen, sondern dass sie auch ihre Kapazität deutlich ausgebaut hat, auch in der Zunahme der Beschäftigten. Und da wird es sehr wichtig sein, weil sie oft ihre Beschäftigtenzahlen gar nicht oder ihre Einstellungen realisieren können, dass das Fachkräftezuwanderungsgesetz im Frühjahr wirklich kraftvoll umgesetzt wird. Denn sonst wäre das eine Wachstumsbremse, wenn wir das Beschäftigtenpotenzial nicht auch umsetzen könnten. Und da dient das Fachkräftegesetz sehr stark dazu. Das heißt, die Lage, die wirtschaftliche Lage in der Bauwirtschaft, die Bauwirtschaft brummt, so wie schon lange nicht mehr. Es sind mehr Beschäftigte, mehr Wohnungen. Die Linie der Koalition ist, wir machen einen sozialen Mieterschutz. Wir haben übrigens das Wohngeld auch erhöht, schon zum zweiten Mal in meiner Amtszeit. Aber alles in den Regeln der sozialen Marktwirtschaft ohne Enteignungen und solche Dinge. Und der andere Ansatz ist bauen, bauen, bauen. Und keine Regierung hat seit langer Zeit so viel auf dem Wohnungsmarkt veranlasst wie diese. Keine. Ich bedanke mich für ein außerordentlich gutes Zusammenarbeiten mit dem Haushaltsausschuss, mit den Berichterstattern. Was ich zugestehe, ist mit der IT-Konsolidierung, aber diesen Beschluss habe ich nicht gefasst, sondern ich habe ihn vorgefunden und ich kann nicht etwas weiterführen, was ich für falsch halte. Ich kann nicht eine Zuständigkeit ausüben, die ich in Wahrheit gar nicht habe, die durch einen Beschluss mir zugeordnet wurde oder dem Innenministerium zugeordnet wurde im Jahre 2015. Ich habe zum Beispiel keinen Zugriff auf die Rechenzentren der Bundesregierung. Die hat der Finanzminister. Und deshalb war es höchste Zeit,
dass wir die Dinge in der Zuordnung der Verantwortlichkeiten wieder klargestellt haben. Wer die Zuständigkeit für die Rechenzentren hat, der soll auch dieses Projekt realisieren. Ich habe die Zuständigkeit für die Digitalisierung der Verwaltung. Die läuft auf Hochtouren. Wir werden die meisten öffentlichen Dienstleistungen des Bundes bereits im nächsten Jahr digitalisiert haben, weil ich gestern gehört habe, wir müssen das Tempo erhöhen. Das Tempo läuft auf Höchsttouren. Ich lade jeden aus dem Parlament zu mir ein, sich genau zu informieren, was unsere Labore hier voranbringen. Wenn zum Beispiel jetzt das Fachkräftezuwanderungsgesetz in Kraft tritt, dann muss natürlich die Visaerteilung auch digital erfolgen. Und da habe ich mich jetzt vergewissert in unserem Labor, die sind sehr, sehr weit. Danke für die Zusammenarbeit. Eine Welturaufführung ist, dass der Herr Perli zum ersten Mal meinen Rücktritt nicht gefordert hat. Er hat offensichtlich vom Baum der Erkenntnis gegessen. Aber lieber Herr Gröhler und lieber Herr Gerster, herzlichen Dank. Das waren übrigens mit allen Berichterstattern. Die Reden hier halten, hören sich ja dann wieder ganz anders an als die tatsächliche Zusammenarbeit. Aber insbesondere Herr Gerster, Herr Gröhler, danke für die sehr gute Zusammenarbeit. Nächster Redner ist der Kollege Martin Hess, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Innenminister, wenn man Ihre Aussagen zur inneren Sicherheitslage hört, dann kann ein objektiver Außenbetrachter nur zu einem Schluss kommen. Also entweder leiden Sie unter einer massiven Störung der Realitätswahrnehmung oder Sie reden sich die Lage schlicht schön. Das, was Sie hier in Bezug auf die Sicherheitslage dargestellt haben, hat mit der Lebenswirklichkeit in unserem Land nichts zu tun. Deutschland wird immer unsicherer und unser Rechtsstaat verliert immer mehr Boden an seine Feinde. Das ist die unumstößliche Wahrheit. Und jeder normal denkende Mensch in diesem Land erkennt das auch. Denn warum sonst müssen Sie denn immer mehr Geld für die innere Sicherheit ausgeben? Warum sonst müssen Sie für einen Stellenaufwuchs bei Sicherheitsbehörden sorgen, wenn Deutschland doch angeblich so sicher ist wie seit 30 Jahren nicht mehr? Herr Minister, der Bürger lässt sich nicht für dumm verkaufen und erkennt diese Widersprüche. Sie erzählen den Bürgern unseres Landes nur aus einem einzigen Grund ständig das wiederholte Märchen vom ach so sicheren Deutschland. Sie wollen über Ihr an Dilettantismus grenzendes sicherheitspolitisches Versagen hinwegtäuschen. Aber ich sage Ihnen, immer mehr Bürger durchschauen diese Farce. Und da hilft es auch nichts, dass Sie ständig versuchen, den Bürgern einzureden, ihr subjektives Sicherheitsempfinden würde nicht der tatsächlichen Lage entsprechen. Ganz so, als würden sich unsere Bürger nur einbilden, dass Deutschland immer unsicherer wird. Es wird doch gerade in diesen Tagen auf den Weihnachtsmärkten im ganzen Land für jeden offensichtlich, wer hier tatsächlich unter einer massiven Wahrnehmungsstörung leidet. Unsere Kinder werden sich an keine Weihnachten mehr ohne Terrorsperren und schwer bewaffnete Polizisten erinnern können. Und genau das ist der zentrale Beleg Ihres Versagens und bestätigt, dass die Bürger Recht haben. Sie versuchen, mit diesem Haushalt sicherheitspolitische Probleme zu beseitigen, die es ohne Ihr inakzeptables Versagen im Bereich der inneren Sicherheit gar nicht gäbe. Hätte die Bundesregierung die richtigen Entscheidungen getroffen, dann wäre Deutschland heute wesentlich sicherer. Sie hatten und haben die Möglichkeit, eine Sicherheitspolitik umzusetzen, die zu einem maximalen Schutz unserer Bürger führt. Aber genau hier, bei einer zentralen, um nicht zu sagen, bei der zentralsten Aufgabe unseres Staates, versagen Sie kläglich. Mit fatalen Folgen für Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum unserer Bürger. Dieses sicherheitspolitische Desaster können und werden wir weder akzeptieren noch hinnehmen. Die größtmögliche Sicherheit unserer Bürger muss endlich hergestellt werden und dabei darf es keine Kompromisse geben. Sie proklamieren hier immer die Verteidigung unserer Grund- und Werteordnung, tun aber genau das Gegenteil. Sie wollen allen Ernstes an Moscheen 7 Millionen Euro Steuergelder verteilen, um die Integration zu fördern. Und
dass auch an DITIB-Moscheen, obwohl die Sicherheitsbehörden sagen, dass DITIB massive staatsfeindliche Aktivitäten entfaltet und deshalb eigentlich nachrichtendienstlich überwacht werden müsste. Sie finanzieren Islamisten und Salafisten. Das, Herr Minister, nennt man den Bock zum Gärtner machen. Bei Finanzierung von Staatsfeinden machen wir nicht mit. Wer mit offenen Augen durch unsere Republik geht, erkennt jeden Tag, wie schlimm es um unsere Sicherheitslage bestellt ist. Die islamistische Terrorgefahr so hoch wie nie. Die Migranten- und Messerkriminalität steigt stetig an. Schwere Sexualdelikte wie Gruppenvergewaltigungen nehmen zu. Frauen und Kinder werden mittlerweile vor einfahrende Züge gestoßen. Krankenhäuser, Freibäder, Schulen und Jobcenter kommen ohne Sicherheitsdienste nicht mehr aus. Die Angriffe gegen Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte werden immer brutaler. Und Clankriminelle tyrannisieren ganze Stadtteile, stürmen Polizeiwachen und Krankenhäuser, und die Sicherheitsbehörden konstatieren einen massiven Zulauf und warnen vor neuen, gefährlicheren Clans mit kriegserfahrenen Zuwanderern. Das sind Kriegsmaschinen, die sie mit ihrer fatalen Migrationspolitik ungehindert in unser Land lassen, und das ist ein Skandal. Und in der Hauptstadt dürfen Drogendealer mit Billigung und Duldung aller staatlichen Institutionen völlig ungehindert Drogen verkaufen. War wohl nichts mit dem sichersten Deutschland aller Zeiten. Im Gegenteil, Deutschland ist offensichtlich zu einem sicherheitspolitischen Irrenhaus mutiert. Angesichts dieser verheerenden Bilanz bleibt mir nur ein eindringlicher Appell. Es ist Ihre Aufgabe, die Bürger bestmöglich zu schützen. Fangen Sie um Gottes Willen endlich damit an. Sebastian Hartmann, SPD, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir merken es in dieser Debatte, wenn wir über innere Sicherheit reden, dann müssen wir über etwas mehr reden als Repression oder konsequente Strafverfolgung. Denn innere Sicherheit umfasst auch immer die persönliche, soziale und wirtschaftliche Sicherheit. Und damit reden wir über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land. Und Sicherheit bedeutet, dass Menschen unter gerechten Bedingungen für ihre eigene Existenz sorgen können, sich darauf verlassen können, dass sie ohne Angst in ihren Wohnungen leben können, in ihrer Stadt, in ihrem Landkreis, und das in allen Bezirken im ganzen Land und diese Gesellschaft zusammenhält. Und das ist aus meiner Sicht auch das Grundversprechen eines starken, eines leistungsfähigen Staates, der eben nicht nur eine Hohlschuld von seinen Bürgerinnen und Bürgern hat, sondern auch eine Bringschuld, wenn es darum geht, in diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu investieren und damit erst Ordnung und Regeln schafft, dass jeder seine Freiheit in diesem Land auch wirklich verwirklichen kann. Meine Damen und Herren, wir haben es gemerkt, wenn über diesen Staat gesprochen wird, dann werden auf der einen Seite sehr hohe Forderungen gestellt, aber sie sind, und das rede ich jetzt auch in Richtung der Liberalen, nicht konsequent. Denn Sie sind dafür verantwortlich, wenn das, was Sie eingefordert haben, eben auch nicht eingeleistet werden kann. Diese Bringschuld bedeutet, dass ein starker, ein handlungsfähiger Staat auch ausreichend finanziert ist und entsprechende Investitionen tätigt. Und der Haushalt ist so stark wie noch nie im Bereich der inneren Sicherheit. Und Sie waren es, meine Damen und Herren, von den Liberalen und den Konservativen, die den schlanken Staat erst stark gemacht haben. Sie waren stolz darauf, wenn es darum ging, Personale abzubauen, weniger Sicherheitskräfte zu haben, längere Gerichtsverfahren und dafür zu sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger eben keinen starken, solidarischen und leistungsfähigen Staat erleben. Und das müssen Sie sich ans Revers heften, meine Damen und Herren. Und dieser starke, solidarische Staat, der lebt davon, dass er Einsatzkräfte hat, die vernünftig bezahlt werden, die geschützt werden durch Gesetze. Und es sind auch Rettungskräfte, die im innersten Sinne auch solidarisch sind. Sie sind Menschen, die im Ehrenamt ihre Gesundheit und ihr Leben einsetzen. Wir haben dafür gehandelt, dass Gesetze verschärft werden, wenn der Respekt vor Einsatzkräften fehlt, wenn Straftaten verübt werden oder wenn Polizistinnen und Polizisten angegriffen werden. Dieses Ehrenamt macht den starken, solidarischen Staat aus. Und die Solidarität vieler tausender Helferinnen und Helfer geht so weit, und damit sind sie nicht neutral, dass sie ihre eigene Gesundheit für andere Menschen einsetzen. Und deswegen muss eine Sache klar sein. Sie wenden sich den Bürgerinnen und Bürgern, den Einwohnern unseres Landes zu, die Hilfe bedürften. Und diese Hilfe kennt keine Nationalität, keine Hautfarbe, kein Geschlecht, keine Religion. Und darum sind wir in diesem Sinne als Staat und als Gemeinschaft auch nicht neutral für eine starke, wehrhafte Demokratie. Und es ist richtig, dass in den Organisationen und in den Einheiten da eine Debatte darüber geführt wird. Und ich erinnere an den Deutschen Feuerwehrverband und ich erkläre mich solidarisch mit dem Präsidenten Ziebs, der klar gesagt hat, wir sind nicht neutral, wir treten für die Demokratie ein, für die Menschenrechte und sagen Nein zu Rechtsnationalismus und Faschismus. Nein, das wollen wir in unseren Reihen nicht. Und das ist nicht die Neutralität, die wir brauchen.
Und deswegen verdient er unsere Solidarität. Und jeder, der sich da einsetzt, weiß uns an der Seite. Und wir lassen sie nicht alleine, es sind nicht nur Worte. Wir investieren massiv in die Ausstattung mit Fahrzeugen. Wir investieren massiv da hinein, dass auch ehrenamtliche Helfer und Helfer höhere Aufwandsentschädigungen bekommen. Kampagnen dafür laufen, dass man sich im Ehrenamt entsprechend einsetzt. Und ausgehend von diesem entsprechenden, Herr Buschmann, Sie haben in diesem Land Verantwortung getragen, als Sie in der schwarz-gelben Koalition eine Kürzungsürge nach der anderen gemacht haben, die das Ehrenamt getroffen hat. Als es darum ging, dieses Land zu regieren, haben Sie sich verweigert, weil Sie gesagt haben, besser nicht regieren als schlecht regieren. Und jetzt wollen Sie uns Tipps geben, wie man es besser machen kann. Es ist Ihre Verantwortung, dass Sie dem nicht nachgekommen sind. Und deswegen, auch wenn uns konservative Abgeordnete und sozialdemokratische Abgeordnete einiges an Gesellschaftsbild und Menschenbild unterscheidet, auch insbesondere was den starken und solidarischen Staat angeht, kann man, obwohl man unterschiedlicher Auffassung ist, zu einem Ergebnis kommen. Wir nehmen mehr Geld in die Hand. Wir machen dieses Land sicherer. Wir sorgen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und darum ist es wichtig, dass die Sozialdemokratie Verantwortung kriegt. Das kann man diesem Haus hier niemand anderen überlassen. Nächster Redner ist der Kollege Hagen-Reinhold, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, also anders als Horst Seehofer bin ich, wenn ich am Bauen und Wohnen denke, wenn ich daran denke, dass er am Anfang der Legislatur angekündigt hat, die Mieten wären eine zentrale Frage, die Entwicklung der Mieten in dieser Legislatur, da bin ich um den Schlaf gebracht und mittlerweile sieht man mir das unglücklicherweise auch an. Das ist schon schlimm genug. Natürlich meine ich damit zuallererst die feuchten sozialistischen Träume von Rot-Rot-Grün in Berlin. Selbstverständlich. Der Mietendeckel, der nichts anderes macht, als kleine und private Vermieter dazu zu bringen, ihre Wohnungen zu verkaufen. Und der nur noch Großen die Chance lässt, überhaupt mit Gewinnen aus anderen Bereichen die Verluste in Berlin auszugleichen, hier zu agieren. Und viel schlimmer, da sieht man, wie Sie überhaupt nicht überblicken, was hier los ist. Jeder Quadratmeter Wohnraum braucht zu seiner Erhaltung zwischen 57 und 10 Euro im Jahr. Bei über 100 Millionen Quadratmetern in Berlin eine Milliarde Investition. Ich bin selber Maurer. Ich rede mit den Leuten, die hier in Berlin unterwegs sind. Und die erzählen mir, Verträge werden nicht verlängert, Rahmenverträge gekündigt. Die Handwerker, die Malerinnen, die Fliesenleger, die Bodenleger dieser Stadt machen sich Gedanken darüber. Die schicken Sie bald in die Arbeitslosigkeit. Und das ist überhaupt keine verantwortungsvolle Politik. Die wollen nicht von 6,20 Euro auf 5,50 Euro Miete. Die wollen, dass sie nächstes Jahr ihre Miete noch bezahlen können, und zwar selber und nicht aus dem Abend. Und Sie, Herr Seehofer, jetzt zu Ihnen, Herr Minister. Sie stellen sich hier hin und sagen, Sie wollen über Realität reden. Die Realität ist, dass auf Ihrer Internetseite draufsteht, Sie sind der Wächter der Verfassung. Verdammt noch mal, dann sind Sie doch der Wächter der Verfassung. Ihr eigenes Haus sagt, das ist verfassungswidrig. Dann tun Sie doch was dagegen. Schön, dass die Kollegen der Union festgestellt haben, Sie gehen den Weg der FDP mit nach Karlsruhe und wollen als Union oder haben Ihre Unionsbundestagskollegen aufgefordert, da mitzugehen und gegen die Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes anzukämpfen. Ihre Minister könnte es schon heute und er tut es nicht. Sie wollen über Realität reden? Die Realität ist, dass Sie 1,5 Millionen Wohnungen bauen wollten und davon fast 200.000 Wohnungen entfernt sind. Das ist die Realität. Und zum Ende der Legislatur, sage ich Ihnen, sind Sie ein Drittel davon weg. Das Einzige, was passiert, also bevor Sie 1,5 Millionen Wohnungen gebacken kriegen, das sage ich Ihnen, ist Olaf Scholz Kanzler. Und das wird beides nicht eintreten. Was nämlich die Leute brauchen, um Wohnungen zu bauen, das ist Verlässlichkeit, die diese Regierung nicht bieten kann. Den Haushalt können Sie aufblasen, so viel Sie wollen. 1 bis 2 Millionen Wohnungen, das kostet 300, 400 Milliarden Euro. Die haben nicht Sie im Bundeshaushalt, die haben private Investoren, die Sie in diesem Land investieren wollen. Die brauchen Verlässlichkeit und keine Strohfeuer. Mir nutzt kein Baukindergeld. Sie haben es ja nicht mal gebacken gekriegt, damit die Eigentumsquote in Deutschland zu erhöhen. Mir nutzt keine Sonder-AFA, die nur ein paar Jahre geht. Was die Bauwirtschaft braucht, ist Verlässlichkeit. Und die ist in dieser Regierung verdammt noch mal nicht zu finden. Und wenn ich dann... Und wenn ich über 300, 400 Milliarden, das ist ja das Geile dabei, 300, 400 Milliarden mir angucke, Investitionskosten, und weiß, dass 25% davon beim Staat zum Schluss in den klebrigen Händen des Staates bleiben, Mehrwertsteuer, Grunderwerbsteuer, da sind so viele Steuern drauf, die zurück in Ihr Säckel kommen, dann sollten Sie ein Interesse daran haben, dass gebaut wird in Deutschland. Das Gegenteil ist der Fall. Sie wollen die energetische Sanierung in diesem Land vorantreiben? Ist Ihnen klar, dass
vor 1989 70% des Wohnungsbestands in Deutschland gebaut sind, weitere 13% zwischen 1990 und 1999. Da gibt es enorm viel zu tun. Wen brauchen Sie dafür? Investoren und private Anleger, die das Geld in die Hand nehmen und ihre Wohnungen sanieren. Wie wollen Sie denn die dazu bewegen, wenn Sie mit Mietpreisbremsen, mit zurückgesetzten Mietenspiegeln, die bald wahrscheinlich so weit zurückreichen, da hatten wir noch Schlachhosen an, wenn das so weitergeht. Wie wollen Sie mit solchen Signalen überhaupt die Leute dazu bewegen, Geld zu investieren? Ich würde sagen, Verfassung wegstreichen auf der Internetseite, Bau können Sie ganz klein schreiben oder ausstreichen, da bleibt nicht viel mehr übrig als Heimat. Und wie Sie den ländlichen Raum vorangetrieben und unterstützt haben in den letzten Jahren, haben wir auch gesehen, Sie hatten oftmals die Chance. Grundsteuer, Sie könnten Bahnverbindungen in den ländlichen Räumen bauen. Wie verrückt, nichts davon ist passiert, außer große Worte. Setzen sechs, hat meine Lehrerin immer gesagt. Tschüss. Karin Ley, die Linke, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Minister Seehofer, Sie sind ja auch Bauminister. Ich möchte es gerne noch mal erwähnen, denn es kann gut sein, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer bisher noch nicht so viel davon mitgekriegt haben. Und ich muss sagen, dass sowohl in Ihrer Rede als auch in Ihrer Amtsführung und vor allen Dingen in diesem Haushalt, über den wir heute sprechen, das Thema Baupolitik bestenfalls eine Nebenrolle zukommt. Und das wird der Herausforderung, vor der wir stehen, einfach nicht gerecht. Und die wenigen Worte, die Sie heute dazu gesagt haben, die lassen wirklich tief blicken. Denn das Kriterium für eine gute Wohnungspolitik, das sind nicht die Wachstumsraten der Bauwirtschaft. Das ist die Frage, ob es uns gelingt, dass Geringverdiener, dass Durchschnittsverdiener noch eine bezahlbare Wohnung finden. Darauf kommt es doch an. Und dann schauen wir uns doch Ihre Bilanz, Ihre Halbzeitbilanz in der Frage des sozialen Wohnungsbaus einmal an. Im letzten Jahr sind gerade einmal 27.000 Sozialwohnungen neu gebaut worden, bundesweit. Das ist natürlich viel zu wenig. Und schlimmer noch, jedes Jahr fallen ja deutlich mehr Sozialwohnungen aus der Bindung raus, als neu gebaut werden. Das heißt, wir haben im letzten Jahr ein Minus von 42.000 Sozialwohnungen gehabt. Wenn das so weitergeht, müssen wir Sozialwohnungen unter Artenschutz stellen. Und das ist einfach unverantwortlich. Ich höre hier immer die Zwischenrufe von FDP, von Union, die Länder sind schuld, Berlin ist schuld. Also mal davon abgesehen, dass es die gleiche GroKo war, die 2006 die Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau in die Länder gegeben hat, gegen unseren Willen als Linke übrigens, habe ich mir die Bilanzen mal angeschaut. Und in welchen Ländern werden am meisten Sozialwohnungen gebaut pro Einwohner? Das werden in Hamburg und in Berlin werden pro Einwohner die meisten Sozialwohnungen gebaut. Da können sich vielleicht die unionsregierten Länder auch mal ein Beispiel dran nehmen. Nein, meine Damen und Herren, hier liegt der Fehler in diesem Haushalt. Denn die geringen Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau von 1,5 Milliarden, die wollen Sie ja noch weiter kürzen auf eine einzige Milliarde. Das ist einfach viel zu wenig. Schauen wir mal nach Wien. Allein in der Stadt Wien, ungefähr so groß wie Hamburg, werden Jahr für Jahr 680 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau ausgegeben. Und die haben eine bessere Bilanz. Da zahlen die Leute nämlich im Schnitt nur 21% des Einkommens für das Wohnen. In München sind es 36%. Und deswegen sagen wir als Linke, lasst uns das Wiener Modell nach Deutschland übertragen, lasst uns investieren in sozialen Wohnungsbau und in Gemeindewohnungsbau. Das ist der richtige Weg. Jeder Euro, der in öffentlichen Wohnraum investiert wird, ist gut angelegtes Geld. Aber das, was Sie hier tun, in das Baukindergeld zu investieren und nachträglich die Wohnungen zu subventionieren, die ja schon längst gebaut sind, das ist wirklich eine Verschwendung von Steuergeldern. Herr Seehofer, Sie haben gesagt, bauen, bauen, bauen. Ja, dann möchte ich Sie fragen, warum tun Sie es denn eigentlich nicht selber? Sie haben doch die Möglichkeit zu bauen, zumindest für die ständig wachsende Zahl von Bundesbediensteten. Und da habe ich Sie mal gefragt, was haben Sie denn eigentlich gebaut in diesem Jahr? Meine Damen und Herren, diese Regierung hat 40 Wohnungen gebaut in dieser Legislaturperiode. Und bis zum Ende der Legislatur sollen es 100 Wohnungen werden. Eines können wir hier mal festhalten. Wer so eine miserable Bilanz hat, der ist nicht in der Situation, mit den Fingern auf die Bundesländer zu zeigen.
zu guter Letzt, natürlich brauchen wir neben bezahlbaren Wohnungen auch eine wirkungsvolle Regulierung der Mietpreise. Es ist schlimm genug, dass diese Regierung es bis heute versäumt hat, diesen Mietenanstieg per Gesetz zu stoppen. Was ich aber wirklich ein starkes Stück finde, dass Sie jetzt auch noch den Berlinerinnen und Berlinern dazwischen funken wollen, die endlich einen wirkungsvollen Mietendeckel unter einer linken Bausenatorin einführen wollen. Da hat Ihr Haus ein Gutachten erstellt, das Sie dem Parlament vorenthalten, aber per E-Mail an einen Parteifreund schicken und nebenher der Tagesschau. Und die sagen dann, das kann alles so nicht funktionieren. Also das ist wirklich ein starkes Stück. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau, einen öffentlichen Wohnungsbau nach Wiener Vorbild und eine wirkungsvolle Regulierung der Mietpreise. Das wäre der richtige Weg. Und dieser Herausforderung werden Sie mit diesem Haushalt nicht gerecht. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit der ersten Lesung dieses Haushaltes ist viel passiert. Immer mehr Hinweise auf rechtsextremistische, militante, terroristische Strukturen in Deutschland, über ein halbes Dutzend rechtsterroristischer Verfahren beim Generalbundesanwalt und der grauenvolle Anschlag von Halle. Und die Aufgaben liegen eigentlich klar auf dem Tisch. Mit Geld hinterlegte bessere Schutzkonzepte für jüdische Einrichtungen, eine Stärkung der Programme gegen Antisemitismus und Rassismus, eine konsequente Aufklärung und Zerschlagung der rechtsterroristischen Netzwerke, die es in diesem Land leider zweifellos gibt. All das braucht es jetzt, meine Damen und Herren. Genau dies und vieles davon liefern Sie leider nicht. Ihre Stellen, 440 Stellen, es wurde hier angesprochen, mit denen Sie sich, Herr Seehofer, von Pressekonferenz zu Pressekonferenz gehangelt haben, schrumpfen um ein Drittel. Und die von Ihnen stets propagierten Erweiterungen von Befugnissen, Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner für den Verfassungsschutz, flächendeckende Gesichtserkennung und Ähnliches, geht alles knallhart an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des EuGHs vorbei. Und die naheliegenden Dinge, die machbaren Dinge, die effektiven Schritte zur Erhöhung der Sicherheit in unserem Land gehen Sie eben nicht. Eine Taskforce im Innenministerium zur rechtsextremistischen Bedrohungslage gibt es bis heute nicht. Eine zentrale Beratungs- und Hilfestelle für die von Rechtsextremen bedrohten Menschen fehlt. Und auch das reformbedürftige NetzDG bleibt dieses Jahr entgegen vieler Ankündigungen von vielen Seiten unverändert liegen. Und was ist eigentlich mit der hier längst fraktionsübergreifenden, in diesem Haus beschlossenen Umsetzung der Maßnahmen gegen Antisemitismus? Den Beauftragten, den gibt es, und das ist gut. Und die beschlossenen Baumaßnahmen, das will ich an der Stelle auch mal sagen, sind gut. Aber viele andere Punkte dieses hier getroffenen Beschlusses sind nicht umgesetzt. Und da müssen wir ran, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dazu kommen Geschichten, die man bestenfalls als kurioses Irrlichtern beschreiben kann. In Zeiten, in denen es wirklich einer seriösen und rechtsstaatlichen Innenpolitik bedarf, wie nie zuvor, versucht ein CDU-Landesminister, jemanden in die Regierung zu holen, der dem rechtsextremistischen Kompakt-Magazin Interviews gibt und aktuell beamtenrechtlich ein relevantes Disziplinarverfahren an der Hacke hat. Nun fordern Mitglieder der sogenannten Werteunion den Rücktritt dieses Landesinnenministers. Meine Damen und Herren, das ist das innenpolitische Fallrückzieher-Eigentor des Jahres, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. In diesen Zeiten braucht es eine seriöse und rechtsstaatliche Politik, auf die sehr realen Gefahren gut vernetzter Rechtsextremisten, Rechtsterroristen gegen Dschihadismus, gegen Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Das heißt gute personelle und materielle Ausstattung. Das heißt mehr wissenschaftliche, faktenbasierten In- und Output. Und das heißt eine bessere Analysefähigkeit.
und es heißt rechtsstaatliche und individuelle Beobachtungsinstrumente statt anlasslose Massenüberwachung und ein Demokratieförderungsgesetz, das die Präventionsarbeit endlich verstetigt, statt in diesem Bereich Chaos und Verunsicherung zu stiften, meine Damen und Herren. Und im Bereich der IT-Sicherheit brennt die Hütte lichterloh. Da ist viel zu tun, was Sie nicht angehen. Sie sprechen jetzt hier beim IGF von der Notwendigkeit eines offenen Netzes, den Chancen von Open Data und E-Government und effektiven Grundrechtsschutz. All das liefern Sie in der Realpolitik hier im Haus nicht ab. Und das geht so nicht. Wo ist Ihr Sicherheitsgesetz, was Sie versprochen haben, Herr Seehofer, 2.0? Wir warten bis heute darauf. Das zweite Open-Data-Gesetz, die IT-Konsolidierung des Bundes, ein einziges Desaster. Und die Kakophonie bei Huawei zeigt, in dem Bereich sind wir schlecht aufgestellt. Das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Insofern können wir nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Thorsten Frey, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man das Zahlenwerk des Bundeshaushaltes 2020 für das Bundesinnenministerium in einen größeren Kontext stellt und auch vergleicht, in welchen langen Linien wir unterwegs sind, dann kann man sagen, dass schon in der letzten Legislaturperiode die Innen- und Sicherheitspolitik ein Handlungs- und Investitionsschwerpunkt für diese Bundesregierung war. Und das, lieber Herr Bundesminister, ist verbunden mit den Erfolgen sicherlich auch der Grund, warum die Redner der Opposition so wenig über die Kernthemen des Innenressorts in dieser Debatte gesprochen haben. Da haben Sie vollkommen recht. Wir haben uns an drei Maximen leiten lassen, Erstens mehr Polizistinnen und Polizisten, zweitens mehr und bessere Ausstattung und Ausrüstung und drittens, wir nehmen uns die Gesetze vor, wo eine Verschärfung geboten und notwendig ist. Und das machen wir konsequent. Und da haben wir Erfolge vorzuweisen. Allein in der letzten Legislaturperiode 10.000 zusätzliche Stellen für die Sicherheitsbehörden des Bundes. In dieser Legislaturperiode 7.500 zusätzliche Stellen. Und mit dem Bundeshaushalt 2020 sind 6.500 davon auch tatsächlich durchfinanziert und etatisiert. Das ist der Erfolg dieser Bundesregierung. Und das kann man im Übrigen auch an Ergebnissen messen. Herr Bundesminister. Sie sind darauf eingegangen. Wir leben im sichersten Deutschland der letzten Jahrzehnte. Wir haben die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 1992. Und es korreliert umgekehrt mit der höchsten Aufklärungsquote seit 2005. Das sind die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik. Und ich kann Ihnen nur den Ratschlag geben, schauen Sie sich das mal an, orientieren Sie sich an Fakten. Das macht klüger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und im Übrigen für den Erfolg dieser Regierung und insbesondere dieses Ministers spricht noch eine weitere Zahl. Sie wissen, dass die Bertelsmann-Stiftung untersucht hat, dass die 296 Versprechen des Koalitionsvertrages bis zur Mitte der Legislaturperiode zu 61% umgesetzt sind. Im Bereich entweder vollständig oder teilweise umgesetzt und im Bereich des Bundesministeriums des Innern und für Bau und Heimat liegt die Umsetzungsquote bei 71%. Wenn das kein Erfolg ist, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt haben wir uns in diesem Jahr sehr intensiv mit einem umfangreichen Migrationspaket beschäftigt. Jetzt muss in den nächsten Wochen ein großes Sicherheitspaket folgen. Und die Themen liegen auf dem Tisch. Ob das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ist, ein Gesetz gegen aktive Cyberabwehr, ob das beispielsweise das Verfassungsschutzgesetz ist, ob das die Novelle des Polizeigesetzes ist. Es sind all diese Gesetze, die wir brauchen, um die Handlungsoptionen für die Sicherheitsbehörden, die in der analogen Welt selbstverständlich sind, auch in die digitale Welt zu übertragen. Und da ist es doch offensichtlich, dass terroristische Gruppen heute nicht mehr mit der klassischen Sprachtelefonie unterwegs sind,
sondern dass dort Chatrooms und Verschlüsselungen dort genutzt werden, dass Messenger-Dienste genutzt werden. Und jetzt müssen wir die Sicherheitsbehörden in die Lage versetzen, auch auf dieser Grundlage etwa Organisationsstrukturen offenzulegen oder auch mögliche Anschlagspläne. Das ist zwingend notwendig und dem müssen wir uns in den nächsten Wochen ganz intensiv widmen. Und ich würde einfach mal den Ratschlag geben, dass wir uns auch in der Sicherheitspolitik hier in diesem Hause nicht von großen Schadensereignissen und Anschlägen treiben lassen, sondern dass wir aus eigener Souveränität das tun, was notwendig ist, um die Sicherheit für die Menschen in unserem Land tatsächlich zu gewährleisten. Und deswegen gilt es in dieser Situation, wir dürfen uns auf den Erfolgen der Vergangenheit nicht ausruhen, sondern müssen alles tun, damit die Sicherheit auch für die Zukunft gewährleistet bleibt. Weil Sicherheit in unserem Land ist die Grundlage von wirtschaftlichem Wohlstand, ist die Grundlage von Lebensqualität und deshalb setzen wir uns dafür ein. Und lassen Sie mich ganz zum Schluss in diesem großen Etat des Bundesinnenministeriums nur auf einen kleinen Punkt hinweisen. Dass wir das, was die Koalitionsfraktionen Ende Juni mit einem Antrag hier im Bundestag durchgesetzt haben, nämlich einen Antrag zur Organisation der Folgen der DDR-Zwangsadoptionen, dass es gelungen ist, im Bereich der Bereinigungssitzung tatsächlich 2 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen für die Vermittlungsstelle, für eine DNA-Datenbank, für eine personelle Ausstattung, um diese Probleme zu lösen und auch in einer umfangreichen Studie zu klären, ist ein großer Erfolg dieser Regierung. Wir schauen uns auch diese Probleme an und das ist gut so. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Mike Bernhard, AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Familien sollten sich nicht zwischen Wohneigentum und Kindern entscheiden müssen. Das waren die Worte von Kanzlerin Merkel, als sie völlig utopisch versprochen hat, bis zum Ende der Legislaturperiode 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen zu bauen. Und Sie, Herr Seehofer, haben dieses Versprechen vor Kurzem noch mal bekräftigt. So viel zu Ihrer Märchenstunde. Die Realität in Deutschland nach 14 Jahren Merkel ist jedoch, alle 6 Minuten geht eine Sozialwohnung verloren. 678.000 Menschen haben in unserem Land gar keine Wohnung. In Stuttgart kommen auf eine bezahlbare Wohnung über 1.400 Bewerber. In Berlin sind es 1.700 und in München sogar mehr als 2.000. Viele Millionen Haushalte müssen fast die Hälfte ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben. Und es ist ganz offensichtlich, dass hier gewaltig etwas schiefläuft und Sie in der Wohnungspolitik in jedem Bereich komplett versagt haben. Für die Einhaltung Ihres völlig unrealistischen Versprechens müssten Sie bis September 2021 noch mehr als 1 Million Wohnungen bauen. Das wären 1.500 pro Tag. Also eines ist jedenfalls sicher, bevor Sie das auch nur ansatzweise erfüllen können, ist selbst der Berliner Flughafen nicht nur fertig, sondern schon längst wieder renovierungsbedürftig. So kommt der Wohnungsbau in Deutschland ganz sicher nicht vom Fleck. Und die soziale Ungerechtigkeit spitzt sich mit Ihrem missratenen Klimapaket noch weiter zu. Noch nie zuvor hat die Regierung den Menschen mehr Steuern und Abgaben abgepresst als nach 14 Jahren Merkel. Und wenn man sich den Zustand unserer Straßen, Schulen und der inneren Sicherheit anschaut, muss man sich die Frage stellen, wo bleibt eigentlich das ganze Geld der Bürger? Für 2020 planen Sie Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro. Das sind 100 Milliarden mehr als bei Ihrem ersten Amtsantritt 2006. Und wie sieht Ihre Bilanz aus? Die Kinderarmut ist um 10% gestiegen. Der Strompreis um 50%, die Altersarmut um über 60% und das Rentenniveau gleichzeitig um 10%
gesunken. Das sind nur ein paar wenige Beispiele Ihres totalen Versagens. Was haben Sie denn in den letzten Jahren für die Menschen in Deutschland getan? In erster Linie sind Sie den Bürgern unseres Landes verpflichtet und nicht China, Indien oder dem Rest der Welt. Im Jahr 2019 haben wir in Deutschland kein flächendeckendes Internet. Kein Zug fährt pünktlich. Die Infrastruktur ist marode. Die von der Regierung finanzierte deutsche Umwelthilfe zerstört die Automobilindustrie. Die Negativzinspolitik enteignet die Sparer. Ihr Klimapaket zockt die Bürger ab. Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Das Land ist tief gespalten. Und Frau Merkel fragt allen Ernstes gestern hier im Deutschen Bundestag, was mit uns los ist. 14 Jahre politische Inkompetenz, Frau Merkel, das ist los. Ihre Regierung hat eine Bilanz, ohne die wir gut und gerne leben könnten. Detlef Peker, SPD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Zunächst darf ich feststellen, wir haben den höchsten Sporthaushalt aller Zeiten. Und das ist gut so. Ich möchte an dieser Stelle unserem Berichterstatter, unserem Haushälter Martin Gerster herzlich danken. Du hast gut verhandelt, aber wir bauen im nächsten Jahr wieder auf dich. Sport, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mehr wie Bewegung und Begeisterung. Sport ist Gesundheit, Vorbild und nicht zuletzt gesellschaftliche Klammer, in der Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenshintergründen zusammenfinden. Wir haben für das Haushaltsjahr 2020 einen Sportetat in noch nie dagewesener Höhe. Die Spitzensportförderung verzeichnet nochmals einen Aufwuchs von 32,5 Millionen Euro. Es wurde da eben erwähnt vom Minister, davon allein 10 Millionen für die nicht-olympischen Verbände. Das ist ein gutes Zeichen. Damit ist der Sportetat in den letzten 3 Jahren um 100 Millionen gestiegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, das kann sich wahrlich sehen lassen. Nachdem wir im letzten Haushalt die unabhängige Athletenvertretung etatisiert und nun verstetigt haben, konnten wir diesmal den Einstieg in die Altersversorgung für Athletinnen und Athleten im Haushalt eintragen. Hiermit soll der Beitragsausfall in der Rentenversicherung von Spitzensportlerinnen und Sportlern ausgeglichen werden, die nicht bei einer Bundesbehörde ihren Dienst ausüben können oder wollen. Die 2,7 Millionen Euro sind gut investiert, weil sie den Sportlerinnen und Sportlern zugutekommen, die stets im Mittelpunkt stehen müssen. Wir wollen nicht nur erfolgreiche Athletinnen und Athleten, nein, wir wollen auch gut Abgesicherte. Das Programm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen wird fortgeschrieben. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass es einen wesentlich höheren Bedarf an Mitteln von Seiten der verschuldeten Gemeinden und Kommunen gibt. Im nächsten Jahr können wir durch Bundesmittel 67 Schwimmbäder neu bauen bzw. sanieren. Das ist ein gutes Zeichen, aber es reicht bei weitem nicht aus. Mir ist natürlich bewusst, dass die Bereitstellung von Schwimmbädern vordringlich eine kommunale Aufgabe ist, zumal ich auch Mitglied im Koblenzer Stadtrat und im Sportausschuss bin. Aber die Kinder, die nicht mehr schwimmen können, das sind eine dramatische Zahl. 60% der 10-Jährigen werden nicht fragen, wer das Schwimmbad bezahlen soll, sondern ob sie schwimmen können. Sie brauchen eine funktionierende Schwimmbadinfrastruktur und diese gehört nach meinem Verständnis zur Daseinsfürsorge. Liebe Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, lieber Eberhard Ginger, lasst uns überlegen, wie wir in den Haushalt 21 gemeinsam ein Schwimmbadsanierungsprogramm auflegen können. Denn der Bedarf ist riesig, liebe Kolleginnen und Kollegen, und die Kinder
und deren Eltern werden es uns danken. Und nicht zuletzt lernen die Kinder nicht mehr schwimmen, die aus sozial benachteiligten Lebenssituationen kommen, und die trifft es dann in diesem Fall besonders dramatisch. Zum Schluss möchte ich noch für den Haushalt 21 bitten, lieber Martin Gerster, für die Universiade Mittel einzustellen, die wir 2025 gerne nach Deutschland holen würden. Ich weiß, die gesamten Strukturen, das Konzept steht noch nicht so, wie wir uns das gegenwärtig wünschen, aber es wäre, glaube ich, ein gutes Zeichen, diese Sportveranstaltung zu präsentieren, die nicht so stark dem Kommerz unterworfen ist wie viele andere Sportgroßveranstaltungen und in der es in erster Linie um den sportlichen Vergleich internationaler Studentinnen und Studenten geht. Die Universiade könnte auch ein guter Vorbote sein für unsere Olympiabewerbung 2032 oder gegebenenfalls 36. Herr Präsident, letzter Satz. 1 Million haben wir für den Bereich künstliche Intelligenz eingesetzt. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit Professor Dr. Wohlfahrt. Der hat das sehr begrüßt. Es ist auch da ein erster Schritt. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Sportlicher Erfolg wird sich auch an der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz zukünftig messen. Ich danke Ihnen in diesem Sinne. Es lebe der Sport. Britta Dassler, FDP, ist jetzt die nächste Rednerin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir alle wissen um die gesellschaftliche und integrative Bedeutung des Sports für unser Land. Auch dank Unterstützung der Freien Demokraten ist es uns gelungen, dass der Bundeshaushalt nun knapp 35 Millionen Euro bereitstellt, um Berlin bei der Austragung der Special Olympics 2023, dem weltweit größten Sportereignis geistig behinderter Menschen, zu unterstützen. Meine Damen und Herren, dieses große Sportvorhaben zeigt deutlich den inklusiven Charakter des deutschen Sports, und das verdient unsere Anerkennung. Dennoch steht der Sport vor großen Herausforderungen. Um es klar zu sagen, wenn die Bundesregierung jetzt nicht reagiert, wird es in Zukunft, Herr Seehofer, viele Sportvereine so nicht mehr geben. Und das wäre verheerend, gerade für den ländlichen Raum. Auch der Freiburger Kreis, ein Zusammenschluss großer Sportvereine, berichtet seit Jahren über erhebliche Finanzierungslücken bei vereinseigenen Sportanlagen. Beim Spitzensport ist die Finanzsituation auch ähnlich angespannt. Auch hier muss dringend, obwohl wir schon viel gemacht haben, noch weiter verstärkt investiert werden. Liebe Bundesregierung, Sport, Deutschland ist eine Sportnation. Wir alle freuen uns über sportliche Höchstleistungen unserer Athletinnen und Athleten. Und es ist Ihre Aufgabe, die Sportler dabei zu unterstützen, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Und das geht nur mit moderner Ausstattung und zeitgemäßer Infrastruktur. Ebenso engagiert, wie der Leistungssport in Deutschland gefördert werden muss, muss endlich auch die Anti-Doping-Arbeit vorangetrieben werden. Wir brauchen hier einen Mentalitätswandel, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn wir haben es heute mit international agierenden Dopingnetzwerken zu tun, die immer perfidere Methoden entwickeln. Wenn wir eine schlagkräftige Dopingbekämpfung wollen, dann müssen wir sie auch mit moderner und innovativer Technik ausstatten. Und dazu muss investiert werden, besonders in die Forschung. Denn ein Dopingvergehen ist nicht nur moralisch verwerflich, es sollte unser Anspruch sein, konsequent Betrügern das Handwerk zu legen. Zum Schluss noch ein wichtiger Punkt, der häufig übersehen wird. Sportlicher Erfolg hat einen Wegbereiter, das Ehrenamt. Und in Zeiten, in denen wir uns doch alle einig sind, dass wir den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken müssen, kommt dem Sport und den Sportvereinen eine Schlüsselrolle zu. Warum geht die Bundesregierung da nicht mit gutem Beispiel voran und sorgt endlich für eine finanzielle Entlastung im Ehrenamt? Und warum folgt die Bundesregierung nicht endlich dem Beschluss des Bundesrates, die Ehrenamts- und die Übungsleiterpauschale zu erhöhen? Freiwillig engagierte Menschen sind der Kitt unserer Gesellschaft. Lassen wir doch diese Menschen nicht im Stich. Ihre Arbeit ist heute wichtiger als je zuvor. Das sind die großen Herausforderungen, die vor Ihnen liegen, vor uns liegen. Wir Freie Demokraten bleiben konstruktiv kritisch. Und Sie, lieber Herr Seehofer, werden sich auch in Zukunft an Ihren Taten messen lassen müssen. Vielen Dank.
Ulrich Lange, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Ausflug in die Welt des Sports darf ich wieder zurückkommen auf den Bau und zunächst einmal feststellen für uns als Koalition, dass das, was wir diese Periode bisher geschaffen haben, sich durchaus sehen lassen kann. Investitionen, Anreize, gezielte Förderung und vor allem eines nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, nämlich Regulierungsfantasien, verfassungswidrige Mietendeckel oder Enteignungen. All das wird uns bei den Herausforderungen im Wohnungsbau nicht helfen. Wir setzen auf Investitionen. Wir dürfen Investitionen nicht abwürgen, denn genau das würden wir mit all dieser Regulierung tun. Wir brauchen aber auch entschlossene Kommunen, die Bauland ausweisen, und wir brauchen verantwortungsvolle Investoren, die Wohnraum schaffen. Und wir brauchen natürlich den politischen Rahmen, den wir in vielen Punkten in dieser Periode bereits gesetzt haben. Ich darf noch mal ganz kurz erinnern, natürlich war der Wohngipfel und die Abarbeitung der Themen des Wohngipfels ein Erfolg. Natürlich war das Baukindergeld ein Riesenerfolg. 65% der Baukindergeldbezieher haben Kinder im Vorschulalter. 60% der Baukindergeldbezieher haben maximal 40.000 Euro Einkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schaffen mit dem Baukindergeld ein Zuhause für Familien, und das ist gesellschaftlich ein unendlicher Wert. Wir haben das Wohngeld erhöht, die soziale Wohnraumförderung, die Sonderabschreibung, die attraktive Wohnungsbauprämie, die Verbilligung von Flächen des Bundeseisenbahnvermögens. Es ist viel passiert, und wir haben natürlich für die nächsten Monate noch einiges vor. Wir werden weiter für ein Brachflächenprogramm kämpfen, weil wir brauchen eine Strukturierung und ein Aufräumen der Flächen, um hier Wohnraum schaffen zu können. Wir sind an der Novelle des Baugesetzbuches, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch dort haben wir die Handlungsempfehlungen der Baulandkommission und werden diese 1:1 umsetzen. Das ist unsere Arbeitsgrundlage, und dazu gehört auch die Verlängerung des 13b Baugesetzbuches, auch wenn das der ein oder anderen Kollegen, vor allem der Grünen, nicht passen mag. Das ist Beschlusslage der Baulandkommission, und diese Ortsrandbebauung macht Sinn. Wir stehen auch anders als Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gelesen, die Grünen sind dem Haus im Grünen nicht mehr grün. Auch wir stehen weiterhin dafür, dass man Eigenheime bauen kann und bauen darf. Wir stehen dazu, dass Eigentum etwas gesellschaftlich Wertvolles ist. Und dann haben wir, lieber Bundesminister, eine ganz große Reform auf den Weg gebracht, nämlich die Reform der Städtebauförderung. Nur noch 3 Programme, übersichtlich strukturiert, einfach für die Kommunen und gut handhabbar in der Förderbeantragung. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das Signal von Berlin an die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, dass wir die Wohnzimmer der Orte schön machen können, dass wir in den Denkmalschutz investieren, dass wir die Ortsbilder prägen, dass wir generationengerechte gemeinsame Angebote machen können für die Daseinsvorsorge. Gemeinsam wollen wir auch die gleichwertigen Lebensverhältnisse weiter voranbringen. Der Präsident leuchtet, ich weiß um meinen Abzug. 400 Millionen für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in Sport, Jugend und Kultur. Das ist ein Aufwuchs, aber wir wissen, viele Gebäude sind aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Da kommt viel auf uns zu. Auch das werden wir angehen. Der Haushalt für Bau ist der Bau, der zusammengefasst ist, der Haushalt für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Herzlichen Dank.
Bernhard Dahltrup, SPD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann unmittelbar an die Rede von Uli Lange anschließen, denn es ist in der Tat ein Haushalt, der so hohe Investitionsmittel bereitstellt wie kaum einer zuvor. Und das stärkt ganz maßgeblich auch die Kommunen. Das ist eine ausgesprochen gute Ausgangslage. Ich will aber an dieser Stelle sagen, ich bin nicht im engeren Sinne ein Innenpolitiker, aber wir sind Konkurrenten hier im Deutschen Bundestag. Aber wenn ich mir anhöre, meine Damen und Herren von der AfD, wie Sie über dieses Land reden, dann sage ich mal, sind Sie die Brandbeschleuniger von Hass und Hetze in einer Art und Weise, die geradezu widerlich ist. Sie sind keine Patrioten in diesem Land. Die Städtebauförderung ist eben angesprochen worden. Sie trägt zum sozialen Zusammenhalt in unserem Land bei. Sie befindet sich auf einem Rekordniveau, und das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Wir fördern den Wohnungsbau. Der Minister hat auf eine ganze Reihe von Maßnahmen hingewiesen. Der Kollege Lange hat es auch. Vom Wohngipfel über das Mietrechtspaket, Wohngeld, Baugesetzbuch, was wir alles machen werden. Und ich sage mal eins, Herr Reinhold, ich habe genau zugehört bei all der Philippika, die Sie losgelassen haben. Der Punkt ist nur, es war kein einziger konstruktiver Vorschlag dabei. Das ist der Unterschied. Wir sind beim sozialen Wohnungsbau dabei. 2 Milliarden stellen wir zur Verfügung. Und das ist keineswegs eine Absenkung, sondern eine Stabilisierung. Das weiß auch Karin Ley. Ich will es an dieser Stelle mal sagen. Und bei der BIMA will ich an dieser Stelle sagen, wir gehen mit gutem Vorbild voran. Sie stellen nicht nur die Grundstücke preiswert an die Kommunen zur Verfügung, Sie haben sogar einen Mietendeckel. Und keiner hat sich darüber beschwert, Herr Minister. Ist doch gut. Also ein richtiger Weg. Ich habe auch übrigens kein Problem damit, dass die Wirkungen des Baukindergeldes positiv dargestellt worden ist. Eben ist es gesagt worden, wenn 150.000 Familien das in Anspruch nehmen und wenn 60% oder 65% dieser Familien ein Haushaltseinkommen von nur 40.000 Euro brutto im Jahr haben, dann ist das doch eine vernünftige Maßnahme. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass wir nicht alle KfW-Programme darstellen, aber ich will schon darauf hinweisen, dass wir jetzt durch ein zusätzliches KfW-Programm Erwerb der Anteile vor allem von Wohnungsgenossenschaften für selbstgenutzten Wohnraum durch zinsgünstige Kredite unterstützen werden mit 6 Millionen. Das ist etwas, was in den Städten unmittelbar wirken wird und meines Erachtens jedenfalls eine vernünftige Maßnahme ist. Leider habe ich nicht so viel Zeit wie andere, die das im Einzelnen darstellen können, aber ich will an dieser Stelle noch sagen, wenn wir gleichwertige Lebensbedingungen in Deutschland wirklich wollen, dann müssen die Länder ihre Kommunen an den Mehreinnahmen auch beteiligen. Das gilt sowohl für die zusätzlichen Einnahmen bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen, die es gegeben hat, 10 Milliarden. Das gilt für die eigenen Aufgaben bei der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung, wie beispielsweise bei den Geduldeten, passiert in Nordrhein-Westfalen gar nicht. Und es gelingt aber auch nur, wenn wir das Thema von Olaf Scholz aufnehmen und konstruktiv begleiten, wenn es um die Reduzierung der kommunalen Altschulden geht. Der Vorschlag von Olaf Scholz muss von den Ländern, muss übrigens auch von meinem Bundesland in NRW endlich konstruktiv aufgenommen werden. Mich freut jedenfalls, dass Horst Seehofer die Scholz-Initiative begrüßt und unterstützt. Und wer gestern den Bundestagspräsidenten im Berliner Salon gehört hat, der weiß, wie eminent wichtig der Zusammenhalt der Gesellschaft für ihre Zukunftsfähigkeit ist. Es geht nicht um verfassungsrechtliche Abgrenzung von Zuständigkeiten, sondern es geht an dieser Stelle um staatspolitische Verantwortung. Und die müssen wir auch gemeinsam in der Großen Koalition mit den Ländern tragen. Dankeschön. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Eberhard Ginger, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine besondere Freude, heute auch zum Haushalt des Sports noch einmal Stellung beziehen zu können. Und ich freue mich, dass wir 32 Millionen für das kommende Jahr mehr zur Verfügung haben und insgesamt auf einen Rekordhaushalt von 279 Millionen kommen werden. Das ist ein massiver Anstieg. Und dabei geben wir nicht nur mehr Geld in das System, sondern der Leistungssport selbst hat sich einem intensiven Reformprozess unterzogen und ist hierbei, wie ich finde, auch auf einem guten Weg. Hiervon sollten wir berücksichtigen, dass vor allem die Trainer
etwas davon haben, aber in erster Linie die Athletinnen und Athleten, denn sie stehen für uns im Mittelpunkt. Sie sind diejenigen, die für unsere Kinder und Jugendlichen als Vorbilder dienen, und sie sind schließlich auch diejenigen, hinter denen sich die Bevölkerung, hinter denen sich die Menschen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen versammeln können. Deswegen werden wir auch die unmittelbare Athletenförderung fortsetzen. Aber, und das ist mir auch ganz besonders wichtig, die künftige Altersvorsorge für die Athletinnen und Athleten voranbringen. Denn, das weiß ich aus eigener Erfahrung und nicht nur das, sondern auch aus vielen Gesprächen mit Athletinnen und Athleten, dass man die Zukunft gut planen kann und sich keine Sorgen um die Zukunft machen muss, sondern dass man sich voll und ganz auf seinen Sport konzentrieren kann. Und der Sporthaushalt 2020 ist aber auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Talenten und Leistungsträgern. Und hierfür geht es auch in die Richtung der Gesellschaft für mehr Sport, mehr Bewegung, mehr Fair Play, mehr friedliches Miteinander, mehr Integration und Inklusion und schließlich auch mehr Bildung und Wertevermittlung. Nicht zu vergessen, das Eintreten für einen sauberen Sport. Meine Damen und Herren, uns sind noch alle die Bilder von 2006 in vitaler Erinnerung bei der Fußball-Weltmeisterschaft, was auch zu einem veränderten Bild der von Deutschland in der Welt geführt hat. Und deswegen werden wir auch 1 Million für die Entwicklung einer Strategie von Großsportveranstaltungen ins Leben rufen. Und ich habe ja von den Kollegen schon gehört, welche Meisterschaften, Weltmeisterschaften die sind. 2001 die Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf, Biathlon-EM, die Biathlon- und Rodel-WM in Oberhof und so weiter. Ich denke, hier können sich die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Sportfans darauf freuen. Wir stellen aber auch Gelder unseren Forschungsinstituten FES und IAT zur Verfügung, und hier vor allem für ein Pilotprojekt, das sich künstliche Intelligenz nennt. 1 Million wird hierfür zur Verfügung gestellt, um Trainings- und Wettkampfdaten besser auswerten zu können und für die Praxis nutzbar machen zu können. Eines ist mir allerdings auch noch wichtig zu erwähnen. Ich bin sehr froh, dass wir den Bundesländern und Kommunen in der kommenden Zeit das Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen für den Bereich Sport, Jugend und Kultur wieder ermöglichen können. 414 Millionen Euro werden wir hier zur Verfügung stellen. Das klingt nach sehr viel Geld, ist aber, wenn man es herunterbricht, nicht so viel. Aber wir wollen damit zeigen, dass wir den Sport Spitze und Breite als Einheit sehen. Meine Damen und Herren, der massive Anstieg der Sportfördermittel des Bundes steht auch für eine starke Wertschätzung des Sports, ist aber zugleich auch ein Arbeitsauftrag. Und deswegen lassen Sie uns zusammen Sportdeutschland nach vorne bringen. Lassen Sie uns anpacken, die Herausforderungen gemeinsam annehmen und die Menschen hierfür begeistern. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 06. Das ist das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat in der Ausschussfassung. Es liegen 4 Änderungsanträge vor, über die wir zuerst abstimmen. Ich rufe auf den Änderungsantrag der Fraktion der AfD zur Drucksache 15.504. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Dann ist der Antrag gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktionen abgelehnt. Dann rufe ich auf den Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf der Drucksache 15.505. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Dann ist der Antrag mit den gleichen Mehrheiten abgelehnt. Dann rufe ich auf den Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf der Drucksache 15.471. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Enthält sich? Dann ist der Änderungsantrag bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen
gegen die Stimmen der FDP mit den Stimmen der übrigen Fraktionen abgelehnt. Und ich rufe auf den Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf der Drucksache 15.472. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Antrag bei Enthaltung der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen von AfD, FDP, Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt. Und damit kommen wir jetzt zum Einzelplan 06 in der Ausschussfassung. Wer stimmt für den Einzelplan 06 in der Ausschussfassung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag gegen die Stimmen der Opposition mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen. Und wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 21. Das ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit in der Ausschussfassung. Wer stimmt für diesen Einzelplan? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Dann ist der Einzelplan 21 einstimmig angenommen. Und damit rufe ich auf die Einzelpläne.